Sie hätte dasselbe mit dir gemacht. I know it. Inside, I know it. Ach, das weiß ich. In meinem Inneren weiß ich das. Ja, er ist dann wohl doch noch das kleinere Übel mit seiner Inkompetenz. Weil Alvari hätte das Todesfeuer ausgeschlachtet. Jedes leuchtende Adra zugrunde gemeißelt und jedes Huana-Dorf, was in ihrem Weg stand, asphaltiert. Böse ausgedrückt. Ach, das weiß ich. In meinem Innersten weiß ich das. Okay. I am still director, and our ambitions have not changed. We move forward. The council wishes for results, so we will give them results. Nun, ich bin immer noch Direktor und unsere Ziele haben sich nicht geändert. Wir machen weiter. Der Rat will Ergebnisse sehen, also geben wir ihm welche. The Royal Deadfire Company will not sit idly by while we claim Ukaizo. If we set out now, they will do everything in their power to stop us. Die Königliche Todesgesellschaft würde ich einfach zusehen, während wir Kaiser für uns beanspruchen. Wenn wir jetzt aufbrechen, werden sie alles in ihrer Macht stehende tun, uns aufzuhalten. Which means we can no longer afford any doubts about where our loyalties lie. Or those of our companions. Was bedeutet, dass wir uns keine Zweifel mehr erlauben können über unsere Loyalitäten oder über uns, die unserer Verbündeten? No captain of mine sails against the homeland. It's that simple. Kein Captain von mir segelt gegen das Heimatland. So einfach ist das. Ja, wir finden eine Lösung irgendwie. Was willst du denn machen, mich erschießen? Wir finden eine Lösung irgendwie. Wenn du hier bleibst, hilfst du niemanden, also gehe. Was willst du denn machen, mich erschießen? Ich, Maya Blitzel, zögert bitte ihre Antwort. Ich improvisiere, alles ist möglich. Ihr Blick wird ausdruckslos und schweift von dir ab. Wie kommen wir das, Captain? Wir können die Sache hinter uns lassen, Captain. Maya verschränkt die Arme und presst die Schultern zusammen. Die Gesellschaft braucht mich, Maya. Bitte bleib. Es muss sich gar nichts ändern. Wer weiß denn schon, auf welcher Seite wir alle stehen, wenn der Staub sich gelegt hat? Ich glaube, ich habe eine ziemlich genaue Ahnung. Maya strafft sich. Wenn du es nicht tust, setzt du deine Grundsätze völlig verkehrt um. But Rawatai needs all hands on deck. And I won't just turn about on my career. Aber Rawatai braucht alle Mann an Deck und ich werde meine Karriere nicht einfach kehrt machen. Sie verschränkt die Arme und presst die Schultern zusammen. Ja. Du bist eine Art Attentäterin. Sollte die Gesellschaft doch einen anderen anheuern? Sie haben genügend Gewehr und Kanonen, um auch ohne dich ein Loch ins Todesfeuer zu stoßen. Nehmen wir mal das. Nun mal braucht es mehr als einen Hieb, um eine Beule zu verursachen. Das solltest du eigentlich längst wissen, wenn das, was ich dir gesagt habe, ein Hinweis ist. Castor dagegen tritt einen Schritt zurück und blinzelt langsam. Du warst mehr als komplizit in meinen Activities, Captain. I seem to recall you handled yourself well enough. Du warst, was meine Aktivitäten betrifft, mehr als beteiligt, Captain. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass du dich wacker genug geschlagen hast. Maya nickt langsam. You don't know what you're talking about. Du weißt ja nicht, wovon du da sprichst. Maya kneift die Augen zusammen und seufzt. Not exactly how I wanted to end this friendship, but here we are. Das ist nicht das Ende, das ich mir für diese Freundschaft gewünscht habe, aber so ist es nun mal. Sie schüttelt langsam den Kopf. I guess we're done with each other. Unless I happen to catch you in my sights. Ich nehme an, wir sind fertig miteinander. Es sei denn, ich bekomme dich noch einmal ins Fadenkreuz. Versuche doch bitte daneben zu schießen, wenn du schon auf mich schießen musst. Pass auf dich auf, Maya. Ishiza, du musst für mich auf Mayas Sicherheit achten. Sag nichts. Das werde ich nicht tun. Nehmen wir mal die drei. Der Vogel legt fragend den Kopf, schießt und krächzt etwas. Come along, Ishi. It's back to just you and me. Komm schon, Ishi. Jetzt liegt alles an dir und mir. Sie schnalzt mit der Zunge und bereitet sich darauf vorzugehen. Doch ihr Blick verharrt noch einmal auf dir. Dann dreht sie sich um und marschiert steif davon. An unfortunate business. We may not officially be at war, but some of the less expected consequences feel much the same. Eine unglückliche Angelegenheit. Wir sind vielleicht nicht offiziell im Krieg miteinander, aber einige der unerwarteten Konsequenzen fühlen sich an, als wären wir es. So. We know the threat that the Royal Deadfire Company poses. We must strike first. Also, wir wissen um die Bedrohung, welche die Königliche Todesfeuergesellschaft darstellt. Wir müssen zuerst zuschlagen. The Royal Deadfire Company has a primary powder house in the Brass Citadel. The bulk of their powder is stored there, and from there delivered to the greater portion of the ships of the Royal Fleet.
Die königliche Todesfeuergesellschaft hat in der Messing-Zitadelle ein großes Pulverhaus. Das Gros ihres Pulvers ist dort gelagert und wird von dort aus zu den meisten Schiffen der königlichen Flotte geliefert. Destroying that powder house would make for a crippling blow against the fleet. Enough to make an occupation of the Deadfire seem little better than a fever dream. Dieses Pulverhaus zu zerstören würde einen verheerenden Schlag für die Flotte bedeuten. Fern genug, um eine Besetzung des Todesfeuers so unrealistisch scheinen zu lassen wie ein Fiebertraum. Of course, the building is very well defended. You cannot simply walk inside. It might be impossible if the Royal Deadfire Company had not decided to use the Adra Formation inside the Powder House as a source of illumination. Natürlich ist das Gebäude sehr gut verteidigt. Du kannst nicht einfach so hineinmarschieren. Tatsächlich wäre es sogar nahezu unmöglich, wenn nicht die königliche Todesfeuergesellschaft beschlossen hätte, die Adra-Formation im Pulverhaus als Lichtquelle zu nutzen. With Elette's machines and your talents, walls are little obstacle. Für Elette's Maschinen und deine Talente sind Mauern wohl kaum ein Hindernis. Reinkommen ist eine Sache, aber wie soll ich das Pulverhaus zerstören? Es wird eine wunderschöne Explosion werden. Ich trage also das ganze Risiko und für vermutlich nachher auch noch der Sündenbock. Du würdest all diese Leute nur dafür töten, um deinen Sieg zu sichern? Hast du deinen Verstand verloren? Das werde ich nicht tun. Nehmen wir mal die vier. Hard choices, Watcher, are what being director is all about. You know the things we've done to get here. I see no other path forward. Schwere Entscheidungen zu treffen, Wächter, sind das, was einen Direktor ausmacht. Du weißt, was wir getan haben, um heute hier zu sein. Ich sehe keinen anderen Weg. Nun gut, ich bin einfach nur beeindruckt, Castor. Das ist monströs. Ich bin einfach nur beeindruckt. Let us get on with it. Ich lasse es weitermachen. In truth, the trickier part will be to get you out before you are caught in the blast. The powder house is a tinderbox waiting to blow. In Wahrheit wird der schwierige Teil sein, dich herauszuholen, bevor du mit dem Zeug hochgehst. Das Pulverhaus ist ein eben solches Fass, das nur darauf wartet zu explodieren. But Elette has a solution. A device that will give you time in which to make your escape. Aber Elette hat eine Lösung, ein Gerät, das dir die Zeit gibt, um zu fliehen. She will explain more. She waits for you at the spire. Sie wird es. Be cautious. If anyone learns of our role in this, we may wish that the Songreta exiled the both of us. Sie wird es dir genauer erklären. Sie wartet im Turm auf dich. Sei vorsichtig. Sollte irgendjemand von unserer Verwicklung hierin erfahren, würden wir uns wünschen, die Songreta hätten uns beide ins Exil geschickt. So, was hat sich geändert? Stand da nicht gerade irgendwo was, dass Sabotage der Messing-Zitadelle, Quest aktualisiert, der kommende Sturm. Der aufkommende Sturm. Ja, die Valianische Handelsgesellschaft will, dass ich das Pulverhaus in die Luft jage. Nein, das mache ich sicher nicht. So, da sind wir wieder, nachdem das Spiel gerade gedacht hat, es möchte beim Laden abstürzen. Okay, dann werden wir uns mal mit der Todesfeuergesellschaft unterhalten. Mal sehen, was dabei rumkommt. Und wenn nicht, dann gucken wir mal, was Eldis zu sagen hat. Ich habe nämlich so das Gefühl, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mit Palagina in die Messing-Zitadelle reinmarschiere und dort ich für die entscheide, dass mich Palagina verlassen wird. Die verbrannten Bücher in deinem Bündel werden warm, aber Wodica will nichts von mir. Oder kann ich das nur auf dem Meer vielleicht? Hm.
Können wir ja nachher ausprobieren, wenn wir in der Messing-Zitadelle das versucht haben. Kaiserliches Kommando. Heute Abend erhebe ich mein Glas in deinen Namen, sagt ein Student. Du bist nicht die Person, die was von mir will. Wer will noch mal was von mir? Ah doch, Hasano Ikaru. Rautai needs a reprieve from the storms, and Deadfire needs order. And I need your help more than I like to admit. Rautai braucht deine Eiszeit vor den Stürmen und das Feuer braucht Ordnung. Und ich brauche deine Hilfe dringender, als ich es zugeben mag. Sie beißt fest auf das Mundstück ihrer Pfeife. Are you ready to join forces once and for all? Bist du bereit, ein für alle Mal meiner Streitmacht beizutreten? Ich stehe dir bei, komme, was then wolle. You must kill Queen Onikaza II. Sie nickt, dann musst du Königin Onikaza die Zweite töten. Was? Oh, what a relief to finally see that bottle uncorked. Was für eine Erleichterung, dass die Katze jetzt endlich aus dem Sack ist. Wait, which queen was that? Moment mal, welche Königin war das? Rauatians. To you every problem is a head that just has not met the right bullet. Ach, ihr Rautaianer, für euch ist doch jedes Problem nur ein Kopf, der noch nicht von der richtigen Kugel getroffen wurde. Eda nickt zustimmend. Mit einem Schmunzeln verschränkt Maya die Arme. Are you to decide the fate of nations, Karu? And the lives and deaths required of them? This sounds disturbingly familiar. Bist du diejenige, die über das Schicksal von Nationen entscheidet, Karu? Und die Leben und Tode, die von ihnen gefordert werden, das sieht sich verstörend vertraut an. Alof schüttelt den Kopf in Richtung der Hasanui. I don't ask this lightly, but while the queen holds court, pirates and Valian profiteers close in. Ich bitte nicht leichtfertig darum, aber während die Königin Hof hält, kommen Piraten und valianische Provinzjäger immer näher. And my countrymen back in Rauatai see their homes and crops washed away by storms. Und meine Landsleute in Rauatai müssen zusehen, wie ihre Häuser und ihre Ernten von Stürmen davon gespült werden. I know this isn't how you'd like to do things, but it comes down to this. The continued decline of Deadfire or its sudden transformation. Ich weiß, das ist nicht deine bevorzugte Art, die Dinge zu erledigen, aber am Ende geht es um die Entscheidung zwischen dem fortgesetzten Niedergang des Todesfors oder seiner schlagartigen Transformation. This is the only way to forge a stable future for Rauatai or the Deadfire. And I need you to help us achieve it. Dies ist der einzige Weg, um eine stabile Zukunft für Rauatai oder das Todesfors zu erschaffen. Und ich brauche deine Hilfe, um sie in Wirklichkeit werden zu lassen. Sie ist so starr und steif wie ihre hölzerne Hand. Was genau ist dein Plan? Wenn ihr das Leben im Archipel wirklich für alle verbessert, ist das vielleicht wert. Ich bin nicht sicher, ob das Erobern und Beherrschen des Todesfeuers so einfach oder so vorteilhaft sein wird, wie du es dir vorstellst. Ihr könnt nicht einfach tausende Jahre Ruana-Kultur mit eurer eigenen ersetzen. Ich verstehe nicht, warum du die Königin unbedingt tot sehen willst. Sicherlich gibt es eine andere Möglichkeit. Nehmen wir einfach mal die drei. Nothing worth doing has ever been easy. But we must strive all the same. Nichts, was es wert war, getan zu werden, war jemals einfacher, aber wir müssen uns dennoch bemühen. The Hwana are a fractured culture, and the Kahanga monarchy is the last tendon holding it together. Die Hwana ist eine zersplitterte Kultur. Die Kahanga Monarchie ist die letzte Sehne, die sie zusammenhält. The queen and her predecessors have been ineffectual figureheads for generations. Die Königin und ihre Vorgänger waren seit Generationen ineffektive Galionsfiguren. They've left their people vulnerable to the predations of slavers, pirates and yes, foreign powers.
Sie haben ihr Volk anfällig für Sklavenhändler, Piraten und, das gebe ich zu, ausländische Mächte gemacht. Sie streckt ihre Hände aus und zählt die Anklagepunkte an ihren Holzfingern ab. Once we depose the Queen, we will rebuild Deadfire into something stronger and sturdier.